Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin Mr. Namdos und ich habe kurz nachdem ich sozusagen hier die Aufnahme beendet hatte in der letzten Folge, habe ich feststellen dürfen, dass der nette Kollege da hinten gar nicht so nett ist. Deswegen auch gerade so mal eine kurze Flucht und das Greifen zur Waffe. Mal gut geht. Irgendwie, weiß ich nicht. Mann. Ruhe in Frieden. Das hätte jetzt aber schnell schief gehen können. Nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Dass der hier nichts mehr hat. Verdammt. Im Eifer des Gefechts. So. Ich brauche Munition, aber ganz dringend. Gold. Gewehrpatronen, 3 Stück, das ist nicht die Menge. Da hätten wir noch ein altes Gewehr. Kann man die auch... entladen oder so? Auch nicht. Die aufrüsten, kann ich jetzt hier die Waffen wechseln, aber würde ich jetzt nicht hingehen und sagen, irgendwie entlade das Teil. Hätte nicht angezeigt, die Möglichkeit. Nun gut. 3 Schuss. Da habe ich ein bisschen gepennt. Gib ich zu. So, aber sonst noch irgendwas Wichtiges? Medizinische Bestandteile. Hier. Fleisch. Einen gönnen wir uns noch. Das muss reichen. Nein. Den wollte ich. So, ja. Da ich Fleisch brauche, werden wir uns ein bisschen. Was hat er jetzt gemacht? Ach, jetzt hat das funktioniert. Wähle Fleischwurm. C. Warum? Wo ist der? Da. Fleischwurm. Hier. Okay. Werfe Fleischwurm mit gedrückt halten und loslassen von Q. Jetzt hier. Ja, toll. Ich kann die einfangen. Oh, das ist eine Höhle. Jetzt hat es mit dem Animalismus nicht funktioniert. Ja. Da kann ich jetzt meinen Fleischvorrat wieder auffrischen. Höhle. Sollte ich da jetzt schon rein? Oder? Ich muss da dringend was für tun, dass ich die Viecher da irgendwie bezirzen kann. Oh, man kann maximal 5er Stacks machen, also zumindest was das Fleisch anbelangt. Ich gönne mir noch ein. So. Schluck. Ich renne erstmal hier draußen noch rum, ne? Die Höhle gucken wir uns auf jeden Fall an. Aber nicht unbedingt jetzt schon. Ich weiß nicht, ob das so gut wäre, da jetzt schon die Nase reinzustecken. Gerade die Waffe, also das Gewehr ist nicht geladen. Ich nick. Hatte ich da nicht irgendwie Munition eingesteckt? Oder habe ich das im Eifer des Gefechtes hier mit dem komischen Vieh da gerade vergessen? Nicht wundern, ich benutze manchmal die Maus, um den Typen hier zu dirigieren und manchmal auch die Tastatur. Ich bin da sehr flexibel. Patronen, Munition, ach, das ist für irgendwas anderes. Das ist vielleicht für eine Pistole oder so, während das jetzt hier die Gewehrpatronen sind. Das heißt, wir kriegen hier irgendwo noch eine andere Waffe. Vermute ich mal ganz stark. Achso, wie sieht es denn hier so kartentechnisch aus? Hm.
Da waren wir gerade. Hier waren wir auch schon. Da ist nichts, da haben wir wieder einen Ausgang. Also irgendwie so ein Wechsel in ein anderes Gebiet. Relativ leer hier, ne? Widerlich. Oh, habe ich mich gerade. Verdammt! Habe ich gerade gesagt, hier ist es relativ leer? Sollte mich mit meinen Äußerungen zurückhalten. Und ich habe so. Ich habe so gut wie keine. Also munitionstechnisch sieht es bei mir gerade nicht so gut aus. Und das war's. Eieieiei. Es ist nicht so gut gelaufen. Ach Gott, ja. Weiß ich gar nicht. War der, ne? Nee, verdammt. Bevor er speichern soll. Ärgerlich, ärgerlich. Fleisch brauche. Müssen wir den ganzen Zinnober jetzt nochmal machen. Die Munition nehme ich mit. So. Leider kostet das Ganze natürlich dann auch mal ein bisschen was. Ja, das ist natürlich jetzt mehr als dumm gelaufen. Dann müssen wir das noch nicht nochmal machen. Ich würde dann mal hier mich mal so ein bisschen umgucken wollen. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Da gibt es Organe. Nicht schlecht. Gehirn? Auch nicht übel. Immer her damit. Noch mehr Fleisch. Jetzt komme ich so langsam ins Schwitzen, weil in solchen Spielen kriegt man selten was umsonst. Wie man hier sieht. Meinen 3 Schuss komme ich da nicht weit. Guck mal, ob ich da so, mich da so ein bisschen dran vorbeischleichen kann. Es heißt ja, ne, also man entsinne sich bitte, man muss nicht, ne, wenn man nicht will. Ne, also irgendwie Leute töten. Medizinische Bestandteile und Müll nehme ich alles mit. Nett. Wunderpilz. Okay. Vielleicht sollte ich mich in der Situation, in der ich im Augenblick bin, so kampfestechnisch etwas zurückhalten. Auch mehr Munition oder eine bessere Schlagwaffe. Eins von beiden. Was ist denn dieser Wunderpilz? Gehört zu den Ressourcen. Das ist eine Crafting-Ressource, genau wie Gehirn. Okay. Für den Körper habe ich irgendwie immer noch nichts. Ja, Geist habe ich noch keinen. Ich bin vollkommen bewusstlos. Sorry dafür, aber was sein muss, muss sein. Ja, gebranntes Kind scheut das Feuer, man kennt das. So, wie sieht es denn hier aus? Oh. Im größten Teil dieser netten Höhle, haben wir schon erkundet. Da liegen Sachen rum. Der sieht nicht nett aus. Will's nur gesagt haben. Aber es ist einer. Das ist natürlich eine Waffe. Also ein Gewehr halt. Ne? Oder irgendwas in der Richtung. Ja, genau. Uah.
Gold, Patronen, medizinische Bestandteile und Technik. Naja, damit eine kleine Pistole. Das kann man gebrauchen. Jo. Dann haben wir noch verwendbare Teile. Und hier liegt noch jemand rum. Der hat Kraftig... oha. Kraftig-Wissen. Ja, holla die Bolla. Das wäre jetzt ins Auge gegangen, hätten wir das nicht gemacht. Okay. Kleine Pistole, Schusswaffe, Projektil. Schaden 5. Gewehr macht, glaube ich, 6. Ne? 9. Oh, das ist ein kleiner Unterschied. Feuerrate 0,4 Sekunden, Streuung 0,1, Munition, Patronen, also, wo war das? Hier, die da. Da war immerhin 8 Stück von. Gut, das Ding macht wesentlich weniger Aua als das Gewehr, aber ich habe davon ein paar Patronen mehr, das ist Argument. Gold. Kraftigwissen, Buch. Dieses Buch enthält eine Reihe von Blaupausen. Ich würde immer sagen, wir lesen das mal. Dieses Buch enthält eine Reihe von Blaupausen und Pläne darüber, wie mechanische Gegenstände auseinandergenommen oder zusammengesetzt werden können. Dazu gibt es noch eine Reihe an Anleitungen zur Erstellung organischer Waren. Wenn du dir den Inhalt dieses Buches merkst, kannst du ungebrauchte Items zerlegen und neue herstellen. Damit, was mit dem Wissen? 50 MP mehr geschafft. Nützliches Müll, nützlicher Müll, das heißt, wir haben die Quest abgeschlossen. Irgendwelche interessanten Ressourcen, die wir noch nicht kennen. Ah ja, hier, diese Wunderpilze. Das ist aber auch nur eine kraftige Ressource. Was da jetzt genau mitgemacht werden kann, keine Ahnung. Quest-Items haben wir keine. So, jetzt haben wir noch den Fleischkraken und Freunde. Und die Kontamination. Okay. Achso, hier werden sogar die erledigten Sachen angezeigt. Das ist sehr schön. Wissen? Ah, allgemein persönlich, Bürgerstatus entzogen, Orte, Tempel des Kraken. Ansonsten da haben wir den Spähauftrag, genau, von dem Auge. Sonst haben wir da weiter nichts. Statistik? Spielzeit 1 Stunde 10 Minuten. Ortbesuch 2, Quests erledigt 1, Quests gescheitert, noch nichts. Entdeckte Gegenstände 31. Kills 14, erbrochen 3-mal, okay. Kaufte Gegenstände und verkaufte Gegenstände jeweils nix. Nur damit wir das auch mal erledigt haben. So. Achso, kann ich denn jetzt hier Sachen craften? Oder wie geht das? So, jetzt eine Crafting. Nein, will ich nicht fallen lassen. Das hat. So. Ah, warum? Genau. Verwertbare Teile. Mögliche Beute, Metall, Technik, Holz, Zirkon. Ah, das kann ich zerlegen. Okay, das machen wir direkt mal. Ich bekomme Metall, Technik und Zirkon. Dann machen wir das nochmal. Bisschen Metall und Holz. Dann habe ich hier das alte Gewehr und die Pistole. Also kleine Pistole, die könnte ich wahrscheinlich zerlegen. Keule ausrüstet, altes Gewehr ausrüsten. Achso, die sind ausgerüstet, die kann ich auch zerlegen. Munition. Ich kann mir Schrot machen. Energiezellen. Was brauche ich denn für Gewehrpatronen? 5-mal Müll plus 5-mal Metall. Gleich 6 Gewehrpatronen. Okay. Noch kein Metall, ne? Oder nicht genug? Ressourcen. Ich schaue mal ganz kurz gerade durch. Was habe ich denn? Metall habe ich 3. Voll. Nun gut. Gewehrpatronen, aber ich habe keine. Alles Gewehr. Ich habe also keine Schrot. Ein Schrotgewehr. Munition. Ich will also jetzt nicht für Schrot verblasen, die Sachen, wenn ich da nichts Passendes habe. Hilfsmittel, Nanoleben. Plus 70 Leben sofort. Plus einmal Fokusenergie. Was brauchen wir dafür? 2 Hexenfinger und 2-mal medizinische Bestandteile. Plus 3-mal Fleisch. Dann machen wir uns doch mal so ein Gedöne. Zeugs, Dietrich.
Oh, habe ich da jetzt, was habe ich denn da jetzt für zweimal Technik, ein Dietrich, okay. Blip. Zieht die Aufmerksamkeit von anderen Charakteren und Kreaturen auf sich. Fünfmal Müll. Gleich fünf Blip. Warum nicht? Also, da hat man, ne? Sehr gut. Oh, wir kommen so langsam, der nächsten Stufe entgegen. Items. So, ja, die Dietriche und der Blip. Organe, ich werde mir noch ein Fleisch gönnen. So. Sehr gut. Wähle Blip mit C aus. Warum soll ich das jetzt unbedingt machen? Ja gut, ich habe ein Stück davon. Es geht ja nur ums Auswählen, ne? Zieht, das kennen wir ja schon. Achso, jetzt muss ich den natürlich auch werfen. Das ist genauso wie mit den komischen Fleischdingern, die wir da schmeißen können. Ja, ich könnte jetzt, wenn ich jetzt will, dass da jemand hingeht oder so, schmeiße ich den Blip dahin. Ah, okay. Ja. Müsste man wahrscheinlich etwas weiter werfen, wenn das denn geht. Denn wenn ich dann in der unmittelbaren Nähe stehe, dann dürfte das relativ wenig bringen. Hoffe ich einfach mal so. So, okay. Lernt sich alles. Da geht's wieder raus. Ich glaube, ich bin hier soweit durch. So geht das auch. Ich kann auch gedrückt halten und dem dann sagen, wohin soll. Das geht auch. Ich mache dieses Spiel immer mehr. So, das ist, mir gefallen so die Möglichkeiten, die so geboten werden. So, ne? Man kann so, wie man halt spielen möchte. Ich kann hier, ne, so klicken, dann halt darum. Kann ihm sagen, ne, hier, jetzt gedrückt halten und dann dreht er rum und ich kann mit der Tastatur beispielslos, also finde ich super. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine tolle Sache, dass man hier so seine Freiheiten hat. Apropos Freiheiten, hier rennen, glaube ich, irgendwelche Viecher rum. Kann das sein? Da war doch was. Weiß, das nervt, aber muss sein. Ne, da ist nichts. Da geht es raus, das wissen wir ja schon. Hier unten war ich noch gar nicht, Geht da mal ein bisschen, voilà. Im Weg. Geht aber ein bisschen vorsichtiger vor. In der Hoffnung, dass ich tatsächlich vorsichtiger vorgehe. War ja schon. So, kurz mal orientieren. Ich bin jetzt da. Komm her, Süßes. Süßes oder Saures? Da ist das nette, dieser Fleischwurm. Hier kann ich aber mit dem nichts machen. Warte mal. Fleisch. Oh, ich kann hier zerlegen in Fleisch. Das ist ja immer eine coole Sache. Ich habe ja hier ein altes Gewehr und hier noch ein altes. Ich könnte das alte Gewehr entweder verkaufen. Moment, Metalltechnik, Holz. Zerleg das mal. Ich weiß, ich hätte dafür wahrscheinlich auch Geld bekommen können, wenn ich das irgendwie verkaufe, aber ich brauche im Augenblick Ressourcen, die ich irgendwie kriegen kann. Na klar, 4. Ich brauche 5. Das war sowas von logisch. Ich könnte natürlich jetzt noch hingehen und die Pistole zerlegen, aber von wegen hier eine Munition, 8 Schuss gegen 3 ist ein Argument. Auch wenn die weniger Aua macht. Ist das im Augenblick dann doch ein Vorteil. Die Waffe einsatzbereit zu haben. Oh nee, da will ich nicht unbedingt. Jetzt schon wieder zurück. Aber ich würde mich ganz gerne hier unten umgucken. Wenn das irgendwie geht. Dosenfutter. Was man hier so alles findet. Dosenfutter da. Plus 8 Lebensenergie, mehr nicht.
Fabrik verpackt und lange haltbar vegan. Klar. Auf einem Fleischplaneten. Also so kommt mir das ja hier vor. Veganes Dosenfutter. Für die Fleischwürmer wahrscheinlich. Okay, also hier sieht es momentan noch relativ friedlich aus. Komme ich nicht durch. Da ist irgendwas Mutantenmäßiges, sage ich mal vom Starken aus. Hier ist momentan niemand. Ich höre seltsame Geräusche. Noch mehr Mutanten. Ja. Vier Schuss. Ob wir die dann nachladen müssen. Okay. Oha, was hat der denn da auf dem Sch- Das sieht wie so ein Facehacker aus. Ich schnapp mal den Müll da. Was ist hier schönes? Noch mehr Müll. Immer her damit. So, dann haben wir das schon mal, bevor ich dann wieder irgendwie... Verdammtes Fleisch überall. Ich hab noch nicht mal Hunger. Jo. Was haben wir noch? Das sind natürlich wieder zwei. Ja, warum auch nicht? Okay, da war ich auch noch nicht. Aber hier waren wir. Ja. Genau. Bin da noch ein bisschen näher ran, ich habe gerade gesehen. Wir sind noch nicht komplett aufgedeckt. Und dann haben wir die Karte schon mal soweit. Und jetzt ist die Frage, mit wem kloppen wir uns da rum? Und ist das eine gute Idee? Ach komm, egal. Ich muss einfach schneller sein als der und länger durchhalten. Ja, toll. Was war das denn? Der hat irgendwas beschworen oder so, irgendeine Fähigkeit. Moment. Laden. Machen wir da nicht schon weiter? Also, die mit diesen komischen Gesichtsmasken da, die sind. Oh, jetzt sind die nachher damit. Die sind nicht so ganz ohne. Ich das nicht so richtig hin mit dem Kämpfen und gleichzeitig heilen und so, sofern das überhaupt geht, dass man während des Kampfes sich auch heilen kann, das weiß ich noch gar nicht. Da bin ich zu alt. Solche komplizierten Geschichten kriege ich so nicht mehr richtig koordiniert. Macht ruhig. Das juckt mir natürlich schon in den Fingern. Mich mit denen da so ein bisschen anzufreunden. Noch hin. Oh. Übelkeit. Okay. Organe. Da haben wir uns mal so ein Organ rein. Nur noch zwei Fleisch. Oha. Ich hätte hier auch hier diese Nano-Geschichte dann nehmen können, aber wollte ich jetzt nicht alles auf einmal verbraten. Uiuiui, die sind nicht ganz ohne. Und alles, was man bekommt, ist Müll. Toll. Das ist auch noch nett. Der Typ bringt einen fast um. Mit seinem Voodoo-Zauber da.
So, nee, das wollte ich gar nicht. Da wollte ich ihn speichern. So, jetzt aber. Okay, das haben wir aufgedeckt. Da sind wir jetzt. Ist hier irgendwas Nettes? Natürlich nicht. Unnette Mutanten, die gibt es hier jede Menge, aber das war's dann auch. Ich könnte etwas Fleisch gebrauchen. Waren hier nicht irgendwie von diesen Viechern nicht irgendwo noch irgendwo so ein Lager? Wenn man sie braucht, sind sie nicht da. Ja, da sind sie. Gut. Komm mal her zum Papa. Wir machen hier mal so ein bisschen Animalismus. Das hat sogar funktioniert. Sehr gut. Und dann zerlegen wir den Fleischwurm. Okay. Was war das hier? Dieses Dosenfutter mit 8 Lebensenergie. Da habe ich 2 Einheiten verbraten. Viel geschlagen. Wir schlagen zu. Oh, ich habe die nächste Stufe erreicht. Ich habe die nächste Stufe erreicht. Das ist schon mal nicht schlecht. So, jetzt passt es. 66. Ne, passt doch nicht, aber ist egal. Nutzt mal das vegane Dosenfutter. Lecker. So, Stufe 2. Mein Gott. Moment, habe ich bereits gerade gesehen. Achso, das ist die Pistole. Alles klar. Wir haben einen Attributpunkt zu vergeben. Zähigkeit, Stärke, Geschick. Okkultismus. Ich würde in Geschick investieren wollen, tatsächlich. Erlaubt die Nutzung besserer Fernkampfwaffen, höhere kritische Trefferchance mit Fernkampfwaffen. Die nutzen wir ja doch schon etwas eher. Und da hapert es so ein bisschen mit dem Geschick. Skills können wir auch was. Also 2 Punkte. Oh. Also einen auf jeden Fall in Animalismus. Ich glaube, das lohnt sich. Stumpfe Waffen, scharfe Waffen, Pistolen, Gewehre. Hightech. Gehe ich auf Gewehre? Gehe ich auf Pistolen? Gehe ich erstmal auf beides? Ich würde erstmal hier in die Pistole auch investieren. Zumindest so ein bisschen, damit man da so mit beiden was machen kann, weil ich habe ja im Augenblick auch beide Waffenarten am Start. Also, was, habe ich das gerade nicht gesehen? Oder? Achso, man muss das sofort übernehmen. Oh, ich habe gedacht, man macht das insgesamt. Gut, ja, dann machen wir das natürlich so. Geschick, einmal übernehmen. Und, was hatte ich gesagt? Pistole auch übernehmen. So, okay. Achso, ich habe ja 2. Dann Animalismus. Genau, auch übernehmen. Alles klar. Das ist alles weg. Gut. Gut, gut, gut. Ja, dann schauen wir mal. Sehr schön. Mir geht's einigermaßen. Wir sind so halbwegs vernünftig ausgestattet. Ein paar Ressourcen mehr könnte ich gebrauchen. Insbesondere Gewehrmunition wäre schön. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir hier weiterkommen. Das werden wir erfahren, aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt den Tag.